Ei, gut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe bei Facebook jetzt eine Gruppe angezeigt gekriegt, wo so ein kleiner Blechgrill für den Tisch, ne, der mit einer Gaskartusche betrieben wird, mega gehypt wird, den alle so toll finden. Ne, kannte das Ding nicht, dachte, guck dir doch mal an, was das Schönes ist. Ne, nachdem ich dann auch die Kommentare gelesen habe, ne, dass dann, wenn man das drauf grillt, das Fett runtersuppt, dass man was unterlegen muss und alles. Ne, habe ich rausgefunden, ja, so sind Blechteile, die man zusammenstecken kann, kann so wieder auseinanderbauen, vielleicht ein Transport. Ne, und das Ding kostet weit über 100 Tacken. Über 100 Euro für so ein paar Blechteile, ne, die man als Grill zusammensteckt, wo dann unten das Fett raussuppt. Ich weiß ja nicht. Und das Foto, was ich dann auch gesehen habe, da in der Gruppe, die mir vorgeschlagen wurde, ne, zwei halbierte Maiskolben, ne, vier Bratwürste, eine halbe Paprika, der Grill ist voll. Also ich meine, dass man langsam isst beim Grillen und auch Sachen nacheinander macht, okay. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mir esse mit vier Leuten hier, ne, oder wenn die ganze Familie zusammen ist, so mit acht Leuten, ne, und dann kriege ich da vier Bratwürste und zwei Maiskolben drauf. Also wenn ich alleine irgendwo im Survival-Urlaub fahre, ne, so, und mache im Fernsehen mit, ne, und renne nackig durch den Wald. Gut, dann habe ich auch keine Gaskartuschen und die rennen ja meist durch Afrika. Aber ne, dann ist das ja okay. Aber sorry, Leute, ne, für die Kohle gehe ich im Zweifelsfall an die Imbissbude, wenn ich unterwegs bin. Ne? Und wenn ich daheim bin, warum soll ich dann so ein scheiß Blechding, ne, was noch nicht mal eine Auffangschale unten drunter hat, nehmen, ne, wo es dann heißt, so, wir losen mal aus, wer gleich, wer in einer halben Stunde und wer übermorgen essen darf. Ne? Und dann über 100 Euro und da ist noch nicht mal alles Zubehör dabei. Ne? Und dann muss man noch Gaskartuschen kaufen. Wisst ihr eigentlich, was Gas in so einer kleinen Kartusche kostet? Nee, also bitte, beim besten Willen. Ne? Wer das mag, ist ja gut und schön, aber gibt's da wirklich so eine tiefe Fanbase? Ja gut, das sind dann alles die Leute, die dann das natürlich ganz toll finden, wie andere mit ihrem Thermomix oder der Heißluftfritteuse oder was auch immer. Hat ja vielleicht alles so eine Berechtigung. Nee, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil daheim habe ich einen großen Grill, wo ich auch Zeug drauf kriege, dass alles satt wäre. Satt bei dem Ding, ne, zwei vernünftige Steaks, oh ne, ein vernünftiges Steak drauf und dann passt nicht mal mehr Gemüse daneben. Ne? Und wo mache ich dann eigentlich meine Folienkartoffeln? Die mache ich dann im Backofen. Dann ist auch wichtig, da ist so ein blöden Grill zu sein. Nee, wie gesagt, meins ist nicht, wer es haben will. Okay, ich will euch das auch nicht schlecht reden, aber ihr könnt mich auch nicht von überzeugen, dass was Tolles ist, weil ich finde das zumindest für den Preis, so für einen Zehner oder für 20 Euro mal zum Festival mitnehmen und danach in die Tonne kloppen, ne, da kann man drüber reden. Ne? Man sagt, ist ja nur mal für zwei oder drei Tage. Ne? Und nach dem zweiten Grillen ist das Ding eh krumm und schepp, ne, weil der erste besoffen drüber gestolpert ist. Oder was. Ne? Okay, aber für die Kohle und nee, da bist du, nee, selbst auf dem Festival, da fresse ich lieber drei Tage kalte Dosenravioli, bevor ich mir so einen Scheiß kaufe. Naja, macht, was ihr wollt, ist nur meine persönliche Meinung.